Auch die Türken in Deutschland haben in den letzten Jahrzehnten, vielleicht auch Jahren, auch erkannt, dass sie in diesem Land dauerhaft bleiben und sind sich dann der Notwendigkeit bewusst geworden, sich zu organisieren, um ihre Forderungen und Ziele in verschiedenen Bereichen in diesem Land zu erreichen, ihre gemeinsamen Probleme gelöst zu bekommen. Auch wenn der bisherige Organisationsgrad erfreulich ist, kann er noch natürlich ausgebaut werden. Wie ich bereits sagte, warten die Türken in Deutschland immer noch darauf, dass die doppelte Staatsbürgerschaft in Türkei und vielen weiteren Ländern auch in Deutschland legalisiert und die Einbürgerung erleichtert wird. Ebenfalls warten sie darauf, dass diejenigen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen, zumindest das Kommunalwahlrecht erhalten. Für eine Gesellschaft, die jedoch recht kurz ist, sahen sich die Zuwanderer erheblichen Herausforderungen wie Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie und Diskriminierung ausgesetzt. Und diese Probleme gibt es leider immer noch. Die TGD wurde eigentlich mit dem Ziel gegründet, die Gleichberechtigung der in Deutschland lebenden türkischen Gemeinschaft sicherzustellen, sowie Rassismus und Diskriminierung zu bekämpfen. Der Mord an Ramazan Avcı, einem der ersten Opfer rassistischer Übergriffe gegen Türken in Deutschland, durch Neonazis in Hamburg im Jahr 1985, spielte eine wichtige Rolle bei der Gründung der TGD. Danach folgten die rassistischen Morde in den 90er Jahren, allen voran die schrecklichen Taten von Mölln und Solingen. Die abscheulichen NSU-Morde trugen gewalttätigen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie in Deutschland leider ins neue Jahrhundert. Der Hanauer Anschlag im Februar 2020 zeigte exemplarisch das Ausmaß von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland noch einmal. An dieser Stelle gedenke ich der Opfer von Hanau und wünsche Frau Serpil Unvar, die heute auch bei uns ist, und den anderen trauernden Angehörigen weiterhin viel Kraft. Die von der Bundesregierung ergriffenen Maßnahmen, insbesondere nach den abscheulichen Gewalttaten der letzten Jahre, sowie der vom Bundesinnenministerium angekündigte Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, sind wichtig, um die Geißel des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen. Wir, Türkei und türkische Vertretungen in Deutschland, erwarten und unterstützen die wirksame Umsetzung dieser Maßnahmen. Sehr geehrte Gäste, der Krieg in der Ukraine hat uns wieder einmal schmerzlich vor Augen geführt, dass Sicherheit, Frieden und Wohlergehen in Europa nicht garantiert sind und dass stets gemeinsame Anstrengungen unternommen werden müssen, um sie zu erhalten und weiterzuentwickeln. Türkei und Deutschland handeln in dieser schwierigen Zeit in Europa als verantwortungsvolle Verbündete mit gemeinsamen Sorgen in enger Abstimmung miteinander mit dem Ziel des europäischen Friedens. Aber, und damit erzähle ich nichts Neues, und wir haben es gerade schon einige Male gehört, dieser Zusammenhalt, dass wir unserer vielfältigen Gesellschaft, wird bedroht. Rechtsextremismus und Rassismus zersetzen das Fundament unserer Demokratie. Antimuslimischer, antischwarzer, antiasiatischer, antiziganistischer und antislawischer Rassismus und Antisemitismus sind keine Randphänomene. Sie sind Realität im Alltag vieler. Und ich sage es ganz deutlich, Rassismus ist auch strukturell verankert. Wir alle wissen, Rassismus fängt nicht mit Gewalt an. Rassismus beginnt mit Worten im Alltag, im Bus oder in der Bahn. Es sind ungleiche Chancen und unfaire Bewerbungsverfahren für Studium oder Job oder bei der Wohnungssuche, weil man wegen eines Nachnamens, eines Kopftuches oder des Aussehens nicht dazugehören soll. Jahrzehntelang wurde eben dieses Problem, wurde Rassismus in Deutschland lange verschwiegen oder auch gar bestritten. Das Gedenken an die Opfer der rechtsextremistischen und rassistischen Anschläge von Mölln und Solingen wurden vereinzelt von politischer Seite sogar abgetan.
Die Verdächtigen der NSU-Morde wurden im Clan- und Drogenmilieu gesucht. Und all das wirkt bis heute nach und all das müssen wir auch aufarbeiten. Es ist höchste Zeit, dass wir uns Rassismus endlich entschlossen und mit voller Kraft entgegenstellen. Und dafür steht diese Bundesregierung.